Hallo und herzlich willkommen zu Surviving the Aftermath, ein Spiel von Iceflake Studios, gepublished von Paradox. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich natürlich, dass ihr dabei seid. Das Ganze hier ist ein Survival-Spiel aus der Surviving-Reihe, die Paradox da etabliert, angefangen mit Surviving Mars, das ja allerdings von einem anderen Entwicklerstudio kommt als dieses Spiel jetzt. Und ja, es spielt sich auch ein bisschen anders, werden wir gleich sehen. Ich denke mal, ohne lange zu quatschen, steigen wir direkt ein. Eins sollte ich vielleicht noch sagen, das Ganze ist in der Postapokalypse angesiedelt. Aftermath, also das quasi nach dem nuklearen Krieg, der hier auf der Erde losgebrochen ist. Oder war es ein Krieg oder war es eine Katastrophe? Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall steigen wir jetzt mit einem neuen Spiel ein und ich werde das Tutorial einschalten für alle, die von euch auch Interesse daran haben, die Texte so ein bisschen mitzulesen. Wir wählen jetzt über diese ganzen Kategorien gewisse Schwierigkeiten aus. Es gibt dann immer so das Easy-Peasy-Modell hier oder so Hardcore. Und oben hier bei Schwierigkeit seht ihr dann direkt, wie es steigt oder sinkt. Und ich habe mich dazu entschlossen, so auf mittlerem Niveau zu spielen, da ich es halt auch noch nicht wirklich kenne, das Spiel, sondern nur mal ein paar Minuten Aufnahmetest und alles gemacht habe. Und bevor da jetzt, ich sag mal im wahrsten Sinne des Wortes, die Hölle über mich hereinbricht, werde ich auf einem mittleren Niveau bleiben. Also, ja, nur wenige erinnern sich noch an den Funken, der alles in Gang setzte. Eine Kettenreaktion globaler Katastrophen löschte die Mehrheit der Weltbevölkerung aus und brachte die Menschen gegeneinander auf. Die übrig gebliebenen versuchen jetzt in einer postapokalyptischen Welt zu überleben. So, die Welt ist verlassen und unerbittlich. Mittlere Temperatur und Feuchtigkeit, Nährboden nur 25%. Als Resultat der auf den Kontinenten wütenden Katastrophen zerfielen langsam aber sicher die Strukturen der modernen Zivilisation. Städte wurden zerstört und dem Planeten selbst wurde irreparabler Schaden zugefügt. Ja, es ist immer noch eine gefährliche Welt, aber wir werden die Oberhand gewinnen. Heißt häufige Katastrophen und der Verschmutzungsgrad beträgt 35%. Jeder hat eine Belastungsgrenze. Irgendwann reicht es nicht mehr aus, Tag für Tag einfach nur zu überleben. Menschen brauchen Hoffnung. Und endlich gibt es einen Schimmer davon. Es war ein langer Weg, aber das Erlebte kann nun der Vergangenheit angehören. Ja, da geht es eigentlich darum, welche Startressourcen wir haben. Und auch hier nehmen wir das mittlere. Das zuverlässige Auto ist schließlich kaputt gegangen, bedeutet mittlere Startressourcen. Die Menschen um dich herum sind der schmale Grat zwischen Leben und Tod. Sie sind alles andere als perfekt, aber immerhin habt ihr zusammen überlebt. Du kannst ihnen dein Leben anvertrauen, denn sie tun es umgekehrt genauso. So, wir sind eine Gruppe von Überlebenden, die für sich selbst sorgen kann. 7 Erwachsene und 3 Kinder. Diese Überlebenden sind mit kleinen und großen Herausforderungen konfrontiert. Einige davon hervorgerufen durch Banditen, andere basieren auf ihrem eigenen Ton. In der Welt gibt es auch noch andere Gemeinschaften, die nicht lange darüber nachdenken, zurückzuschlagen, wenn du dich mit ihnen anlegst. So, zahlreiche Herausforderungen treten sicherlich auf. Das heißt, wir haben erschwerte Erkundung und organisierte Banden. Das Leben ist unfair, aber manchmal hat man das Gefühl, dass man doch nicht allein ist. Sei es ein Schicksal unsichtbarer Wächter oder einfach nur ein reines Schicksal. Auf jeden Fall scheint es so, dass jemand über uns wacht. Ja, unser Weg wird steinig sein, aber niemals ungerecht. Überlebenskünstler. Herausfordernd, aber fair. Und dann kommen wir halt bei einer Schwierigkeit von 67% an. Und das finde ich in Ordnung. Ich bleibe hier bei der Farbe Rot und das habe ich zum Anspielen genommen. Hier kann man jetzt halt verschiedene oder eine Flagge halt zusammenbauen, das Banner unserer neuen Gemeinschaft. Ich würde vielleicht einfach bei dem bleiben, was ich schon benutzt habe. Sind jetzt alle mal per se nicht schlecht. Leider ist kein Wolf dabei. Immerhin eine Ratte und ein Bär war, glaube ich, irgendwo. Da ist der Bär. Ja, ohne Wolf nehmen wir einfach das hier. Okay, Kolonienname. Man kann sich hier wunderschön
inspirieren lassen durch den Zufallsnamen-Generator oder das ist einfach eine zufällige Liste, die irgendwo hinterlegt ist. Wir nennen unsere Kolonie allerdings Wolfington. Ich denke mal, nicht Town, sondern Wolfington. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz schöner Name. Und das Kolonie-Motto, oh, teilen und herrschen ist aber nicht gut. Überleben und erblühen, wir blühen im Schatten auf. Ertragen und überwinden für eine bessere Zukunft. Nie erobert, immer gefürchtet. In der Nacht sind nicht alle Katzen grau. Für eine bessere Zukunft. Ich denke mal, Einheit bedeutet Stärke. Das ist eigentlich nicht schlecht, das gefällt mir. Das gefällt mir, das nehmen wir. So, und dann haben wir hier nochmal eine Übersicht, was wir ausgewählt haben. Und dann geht's auch los. So, trinke ich mal kurz ein Schlückchen, um die Kehle zu befeuchten. So. Das ganze Spiel ist als Early Access derzeit kaufbar, nur im Epic Store. Ich werde direkt mal pausieren. Das Spiel soll auch später zum Release, glaube ich, spätestens auf Steam erscheinen. Wer also unbedingt auf Steam warten möchte, der muss sich leider gedulden. So, das ist unsere Welt hier. Oder unsere Karte. Und wir sehen ja schon, wir haben hier begrenzten Durchgang durch so eine Schlucht. Dann ist hier, sind hier so ein paar Trümmer. Und hier geht rundherum einmal so ein Zaun. Das heißt, das ist unser Gebiet hier. Kommt erstmal keiner rein. Wir sind geschützt. Und es werden auch so lange keine neuen Kolonisten oder, ja, Kolonisten würde ich die jetzt nicht nennen. Keine, ja doch, sie heißen tatsächlich aber Kolonisten hier. Es werden so lange keine neuen zu uns stoßen, bis dieses Tor repariert ist. So viel schon mal dazu, das habe ich schon gesehen. So, das ist unser Wagen, mit dem wir angekommen sind. Es ist jetzt halt zusammengebrochen und wir haben ein paar Vorräte darin. Es sind Werkzeuge darin. Das hier sind, ja, ich würde sagen Energieriegel oder sowas. Das hier ist Fleisch, Kartoffeln, Kleidung und Medizin, Erste Hilfe oder so. Man kann hier oben die ganzen Kategorien sehen und wir schauen uns einmal an, was das alles so ist. Also wir haben hier die Zufriedenheit durch Obdachlosigkeit haben wir momentan minus 200. Das Gesicht sieht auch nicht sehr glücklich aus. Wir haben 7 Kolonisten, nein, wir haben 10 Kolonisten, 7 davon sind Träger, das heißt 3 haben andere Aufgaben oder sind Kinder. Wahrscheinlich eher sind es, ja, Kinder, 3 Kinder, genau. Also im Moment sind alle Träger. Jeder, der nicht in einem Gebäude arbeitet, ist Träger. Nahrung, wir sehen hier, was wir produzieren und verbrauchen. Ah, Proteinriegel sind diese lila Barren. Also Proteinriegel, Dörrfleisch und Kartoffeln haben wir. Wir haben hier minus 10 Wasser momentan, weil wir nichts produzieren, aber nur verbrauchen. Es gibt Energie. Dann kommen wir zu den wichtigen Baumaterialien. Bretter, Zement, Plastik, Metall, Fasern. Dann gibt es Teile und Komponenten. Elektronik, Unterhaltung ist tatsächlich ein Baumaterial. Und dann haben wir noch Werkzeuge, Kleidung, Medikamente und Wissenschaftspunkte. So, das hier oben ist zum Bug-Reporting, wenn man Fehler melden möchte. Und ja, dann gibt es noch eine Besonderheit, wenn ich hier unten auf die Weltkarte klicke, dann sehen wir erstmal unsere Stadt, unsere kleine Region, in der wir sind. Und wir sehen hier um uns herum schon noch ein paar andere Gebiete. Die können wir später erkunden. Erstmal sind wir hier nur auf dieser Ebene beschäftigt. Also das ganze Spiel auf 2 Ebenen. So, 10 Kolonisten sind obdachlos, baue mehr Unterkünfte. Basissteuerung. Wir klicken erstmal so durch. Man kann mit Controller und mit Tastatur spielen. Ja, WASD zum Gucken und klar, linke Maustaste kann ich die Karte auch ziehen. Sehr schön. Dann sollte ich vielleicht mal die Pause jetzt rausnehmen. Profisteuerung. Zoome mit dem Mausrad und schwenke oder drehe durchs mittlere Mausrad. Ja, das ist einfach so, wie man das kennt. Sehr schön. Ich bleib mal so bei so einer leicht schrägen Ansicht. Ich mag eigentlich eine ISO-Perspektive immer ganz gerne. Das kommt dem eigentlich ganz nah. Errichte Unterkünfte. So, deine Kolonisten benötigen zum Überleben Unterkünfte, wo sie wohnen können. Alle obdachlosen Kolonisten werden mit Hilfe eines über ihrem Kopf schwebenden Symbols angezeigt. Andere gefährliche Situationen werden auf dieselbe Art mitgeteilt. Öffne das Baumenü und errichte ausreichend Zelte oder Notunterkünfte für deine Kolonisten. Im Baumodus kannst du das Gebäude mit dem linken oder rechten Bumper
Ja, oder der R-Taste drehen, alles klar. So, da unten ist das Baumenü. Hier sind verschiedenste Kategorien. Das sind die Unterkünfte. Es gibt aber eine Zeltunterkunft. Da passen 2 Kolonisten rein. Das kostet Bretter und Plastik. Oder die Notunterkunft für stolze 6 Kolonisten und erhöhten Baukosten. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass das hier eigentlich günstiger ist. Wir haben 10 Kolonisten. Ich will nur eine Notunterkunft bauen. Und den Rest in Zelten. So, erstmal kurz doch nochmal ein bisschen raus. So, und dann nochmal die Notunterkunft. So, wie viel Platz haben wir hier? Ich würde sagen, die Notunterkunft packe ich dann direkt mal. Ah, das geht da nicht. Da ist irgendwas, das uns blockiert. Dann packen wir es. Packen wir es dorthin. So, die erste Unterkunft. Und dann bauen wir noch 2 Zelte. Und dann leben ja alle schon mal irgendwo. So, mal eben kurz schauen. Das, was da die Pfeile kennzeichnet, belegt nicht das Gelände, aber so kann man es halt an einem imaginären Straßennetz ausrichten. Das ist gar nicht schlecht, finde ich. Okay. Dann bauen wir das mal. Hier sind schon alle Materialien angeliefert und der Bau hat begonnen. Wir können hier Prioritäten vergeben, um die Gebäude, wenn wir mehrere jetzt haben, zu priorisieren. Wenn man jetzt dringend, was weiß ich, ein wichtiges Gebäude bauen will, dann gibt man dem halt eine hohe Priorität. So, Wassermangel. Errichte Unterkünfte müssen wir erst zu Ende machen. Wir haben jetzt Wassermangel, das ist klar. Aber da werden wir gleich was dran tun. So, 2 Bauvorhaben fertiggestellt. Und wenn das fertig ist, dann sind die Kolonisten nicht mehr obdachlos. Dann kommt der nächste Hinweis vom Tutorial. So, und weiter habe ich dann jetzt auch nicht gespielt. Jetzt müssen wir uns mal so ein bisschen durchhangeln. Arbeitszonen sollen wir zuweisen. Viele Gebäude verwenden Arbeitszonen, um das Plündern einer Ressource festzulegen. Lagerhalden sammeln und lagern Basisbaumaterial aus kleinen Vorräten in der gesamten Kolonie. Bretter oder Zement, okay. Freie Kolonisten, auch Träger, genau. So, also. Das hier ist unser Lebensmittellager und das hier ist die Lagerhalde. Und hier können wir eine Arbeitszone verlegen. So, jetzt können wir sagen, wo die arbeiten sollen. Und jetzt werden hier so bestimmte Bereiche auf der Karte hervorgehoben, wo wir die Leute hinschicken können. Hier haben wir zum Beispiel 3 Brettervorkommen. Das ist eine kleine Zementruine, noch eine. Das ist eine große Zementruine und Bretter. Das ist doch sehr schön. Ich würde sagen, wir schicken sie hierher, weil hier haben wir sowohl Bretter als auch Zement. Und ja. Stand hier noch was? Genau, mit dem Mausrad drehen. Mit Steuerung, okay. Mausrad drehen und Steuerung. Ah ja, alles klar. Okay, das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel, wenn wir gezielt nur die Ruine haben wollten, könnten wir das auch entsprechend so machen. Wir können natürlich auch einfach das Ding so hinstellen. Aber wenn da dann auch was liegt und man will das ein bisschen genauer machen, dann kann man das halt auch tun. Ich nehme es jetzt mal so, dann sind die 3 Sachen da drin. Ja, und das war's auch schon. Okay. Baue eine Wasserquelle. Deine Kolonisten brauchen für das Überleben Wasser. Öffne die Wasserkategorie und wähle den Brunnen aus. Beachte, dass Brunnen nicht auf Ödland errichtet werden können. Okay. Ja, wird hier hervorgehoben. Es gibt auch einen Wasserturm. Und der Brunnen kommt jetzt... Ah, nicht auf Ödland. Also wir müssen es hier irgendwo hinstellen. Dann, ja, dann stelle ich den dorthin. Und ich glaube, ich möchte direkt ein paar Straßen bauen. So, die werden jetzt hier markiert nur und werden dann gleich noch vernünftig gebaut. Okay. Ich
fehlt noch ein bisschen Zement. Die Waren werden alle schön dargestellt. Das sieht soweit ganz gut aus, finde ich. Und ja, wir haben jetzt scheinbar überhaupt nichts bei den Lebensmitteln. Aber hier steht 35 Nahrung. Ach ja, die sind im Auto. Das heißt, hier wird der Weg gebaut. Und die Lebensmittel befinden sich hier, deswegen finden wir sie da nicht. Okay. So, ganz hübsches Auto. Praktisch. So, Wasserquelle, wie sieht's aus? Der Bau ist im Gang. Was haben wir denn sonst noch hier? Wir haben Nuklearabfall, das ist Verschmutzung. Bewege die Arbeitszone der Umweltstation hierher, um die Verschmutzung zu beseitigen. Gefährliches radioaktives Material, das beseitigt werden muss, bevor der Boden genutzt werden kann. Okay. Diese bauen zu können, musste sie zuerst im Technologiebaum freischalten. Bei Gefahrguttechnik. Okay, das gucken wir uns später alles an. Bau fertiggestellt, Wasserbrunnen. Betroffene Bereiche. Okay. Für einige Gebäude sind bestimmte Bereiche festgelegt, in denen Aktivitäten stattfinden. Wenn sich die Bereiche von zwei identischen Gebäuden, wie zwei Brunnen, überschneiden, dann sinkt für beide die Produktion. Achte daher darauf, genug Platz zwischen ihnen zu lassen. Okay, also zwei Brunnen nebeneinander ist nicht sinnvoll. Das ist der Bereich. Den nächsten Brunnen müssten wir dann hier unten oder irgendwo bauen. Alles klar. Ablagerung von Verschmutzung. Die postapokalyptische Landschaft ist immer noch mit Narben von der Katastrophe übersät. Diese Ablagerungen müssen beseitigt werden, bevor die Kolonisten darüber laufen oder sie bebauen können. Im Sicherheitszweig des Technologiebaums findest du den Bereich rund um die Gefahrguttechnik. Dort wird die Umweltstation freigeschaltet. Die Info, ja, das haben wir ja gerade eigentlich schon gelesen. Wahrscheinlich kommen diese Hinweise auch, wenn man irgendwo drauf drückt. Kleine Zementruine. Nö, da kommt jetzt nichts. Gut, hier kann man halt Zement sammeln, das wissen wir ja schon. Deine Kolonisten. In der oberen Leiste siehst du eine Zusammenfassung deiner Kolonisten. Das erste Symbol, die Gesamtzahl der Träger. Stelle sicher, dass immer eine Reihe von Trägern zur Verfügung stehen, da sonst die Logistik, das Bauwesen und die Reparaturen in der Kolonie stark verlangsamt werden. Wenn jeder von ihnen in einem der Gebäude arbeitet. Das zweite Symbol zeigt die Gesamtbevölkerung. Alles klar. Haben wir schon gesehen. Das war direkt zu Anfang einmal drüber hergegangen. So, das sind die Zelte. Kann man auch mal draufklicken. Wir sehen hier halt zwei von zwei Bewohnern. Wir können drauf schauen und sehen auch direkt, wer da wohnt. Hier sind jetzt zwei Kinder drin. Edward und Layla. Ich kann hinspringen. Was ich nicht so gut finde, ist, dass kein Übersichtsfenster jetzt kommt. Das geht nur, wenn ich den Kolonisten direkt anklicke. Dann kommt hier so eine Übersicht. Da sehen wir halt die Aktivität. Das ist wahrscheinlich die Arbeitsstelle, Bedingungen, hier die Gesundheit, die Zufriedenheit und die Ausrüstung, die der Kolonist trägt. Und hier oben kann man dann noch detaillierte Infos einblenden. Bekannter Offizier, der nur gegen das Chaos selbst Krieg führt, dabei schwankt er zwischen Edelmut und Geisteskrankheit. Ja, wir haben hier ein paar Stats, wie man so schön sagt, Eigenschaften, Schrecken von einst und umgänglich. Bedingungen, Zufriedenheit, steht jetzt noch nichts. Okay. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass das noch eine recht frühe Version ist jetzt. So, Plastik und Metall haben wir hier stehen. Sobald du deine Lagerhallen so eingerichtet hast, dass sie Bretter und Zement sammeln, solltest du dich um die großen Plastik- und Metallvorräte kümmern. Baue einen Recycler in der Nähe einer der Plastiklagerstätten. Einem Recycler arbeitender Kolonist wird jetzt Plastik und Fasern aus diesem Vorrat bauen. Der Schiffzug verfährt nach derselben Methode mit den Metalllagerstätten, wo Metall- und Abfallstoffe gesammelt werden. Okay. Plastik und Metall werden als Baumaterial verwendet. Okay, das haben wir schon gesehen. Während des Prozesses entstehen Fasern als Nebenprodukte, die wieder zu anderen Gegenständen weiterverarbeitet werden können. Aus Fasern entstehen Kleidung aus Abfallteile. Okay, das heißt, wir bauen das jetzt mal. Können wir kurz durchklicken. Also das haben wir schon gesehen. Hier haben wir Lager. Die Lagerhalle und das Lebensmittellager. Hier gibt es ein Lagerhaus. Wasserbrunnen, Wasserturm. Schiffzug, Recycler. Das sind die beiden, die gerade erklärt wurden. Sägewerk und Förster. Moment, wo war ich jetzt da? Werkzeugladen und Schneider.
Dann haben wir hier ein medizinisches Zelt und eine Grabgrube. Das ist tatsächlich eine Leichenhalle. Brauche ich jetzt nicht. Dann haben wir hier das Tor, genau. Genau. So, das habe ich schon woanders gesehen. Man kann das hier hinbauen und ab dann können auch andere Kolonisten quasi oder andere Gruppen zu einem kommen und das ist, naja, das werden wir uns ansehen, wenn es soweit ist, würde ich sagen. Und dann haben wir hier noch Dekoration. Laternen, Fackeln, Strauch mit Blüten und hast du nicht gesehen. Und da sind noch mehr. Spurensucher, Statue, Feuerschale, alles klar. So, Nahrungsproduktion. Die Kolonisten brauchen Nahrung, um zu überleben. Hungrige Kolonisten sind weniger effektiv. Kolonisten, die nicht essen können, verhungern langsam. Öffne die Nahrungskategorie im Baumenü, um dich über die verschiedenen Produktionsmöglichkeiten zu informieren. Errichte eins der verfügbaren Gebäude. Es ist ratsam, langfristig eine stabile Produktion von sowohl Fleisch als auch Gemüse sicherzustellen, um eine Unterernährung zu vermeiden. Das macht in der Tat Sinn. So, jetzt wird's hervorgehoben. Wir müssen es also jetzt auch tun. Wir haben den Fallensteller. Die Fischerhütte und das kleine, hatten wir das gerade nicht auch schon gesehen, und ein kleines Feld. So, Fischerhütte ist, denke ich, klar. Fallensteller ist ein Jäger, der in Wäldern jagt und ein kleines Feld, da muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Das können wir aber nur auf dem grünen Boden errichten. Und ich glaube, dass es hier sogar noch besser arbeitet, weil das hier ist so hellgrün und das hier ist dunkelgrün. Aber hier ist auch ein Wald, den ich nicht zubauen will. Naja, auf der anderen Seite. Ich werde hier jetzt ein Feld hinstellen. Und wir sollen ja mehrere Ressourcen haben. Haben wir denn hier Wasser in der Nähe? Es ist tatsächlich Wasser da. Aber das ist alles total weit weg irgendwie. Da, das wäre noch am nächsten. Aber schaut mal, wie weit das ist. Ich glaube, wir werden Fallensteller bauen und in den Wald setzen. In welchen Wald? Ja, warum nicht hier? Dann haben wir es direkt neben der Farm. Dann ist es beides, was Essen angeht, zusammen. Jetzt muss ich mal gucken. So, okay. Und dann bauen wir da noch eine Straße entlang. Okay. Baumaterial nicht ausreichend für Fallensteller. Oh weia. Ja, wir haben jetzt zu wenig Plastik. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal das andere bauen, was gerade gesagt wurde. Und zwar hier diesen, nicht den Schiffzug, sondern den Recycler. Den sollten wir in die Nähe von Plastiklagern bauen. Das wäre ja hier. Das ist ärgerlich, dass wir hier direkt so ein Abfallding haben. Ich stell's mal hier hin. Gut, da brauchen wir jetzt auch. Das, da haben wir alles für da. Das kleine Feld ist fertig. Jetzt arbeitet da jemand. Und wir müssen wählen, was wir anpflanzen. Ah, da steht auch ein Tutorial. Sehr schön. Also Nutzpflanzen. Auf Feldern und in Gewächshäusern können verschiedenartige Nutzpflanzen angebaut werden. Am Anfang kannst du zwischen dem schnell wachsenden Mais oder den ertragreicheren Kartoffeln wählen. Drücke auf Nächste wählen und entscheide dich. Deine Kolonisten werden diese Nutzpflanze so lange anbauen, bis du dich umentscheidest. Neue Nutzpflanzen können angebaut werden, nachdem du ihre Samen von einem Händler oder als Belohnung erhalten hast. Halte die Augen nach neuen Arten von Samen auf, um deine Produktion zu verbessern. Gut. Ich denke, wir nehmen erstmal auf schnell. Das heißt also, Mais ist hier anders. Ne? In Rimworld ist der Mais ertragreicher und wächst auch langsamer als die Kartoffeln. Jetzt müsste man vielleicht mal in die Realität schauen. Ich weiß gar nicht, was in der Realität schneller wächst. Aber ich werde jetzt hier den Mais anpflanzen. Und hier sollten wir die Priorität mal erhöhen, obwohl da ist eh schon gerade angefangen. Bretter aufgebraucht. Oh Gott. Achso, alles klar. Hier war ein Brettervorkommen noch. Das ist jetzt gerade verschwunden vor unseren Augen. Das ist hier vor, bei unserem Zaun sogar noch gewesen. Jetzt ist hier nur noch, sind nur noch diese beiden Sachen da. Lagertypen.
Die Mehrheit der verschiedenen Ressourcen werden entsprechend ihres Typs in unterschiedlichen Gebäuden gelagert. Lagerhalde, Grundwerkstoffe für den Bau wie Bretter, Metall, Plastik und so weiter. Lebensmittellager, alle Lebensmittel. Ein Lagerhaus, weiterverarbeitete Gegenstände wie Werkzeuge, Kleidung und Medikamente. Und dann gibt es auch das allgemeine Lagerhaus, großes Lager für alle Gegenstände, die in einem Lagerhaus oder in einem Lebensmittellager aufbewahrt werden. Okay, also das allgemeine Lagerhaus fasst diese beiden zusammen. Die Lagerhalde, die brauchen wir scheinbar immer. So lese ich das jetzt zumindest. Die Lagerhalde ist das hier. Okay, wie sieht's aus hier? Der Bau. Ich würde eigentlich gerne noch näher ranzoomen. Können wir leider nicht. Spielgeschwindigkeit ändern. In der linken unteren Bildschirmecke kannst du das Spiel pausieren und beschleunigen. Ziffern 1 bis 3. Okay, versuche jetzt die Spielgeschwindigkeit zu ändern. Machen wir. Ich drücke die 2. Ich drücke die 3. Ja, das ist meine Lieblingsgeschwindigkeit, glaube ich. Erstmal wieder zurück auf 1. Arbeitsplätze anpassen. In Gebäuden können ein oder mehrere Kolonisten arbeiten. Du kannst die Produktivität eines Gebäudes erhöhen, indem du zusätzliche Leute hinzufügst oder einige Arbeiter von Projekt abziehst und woanders zuweist. Wähle jetzt das markierte Gebäude aus und füge mit Hilfe der Gesichtssymbole Kolonisten hinzu oder entferne welche. Das ist hervorgehoben. Da können wir noch einen weiteren zuordnen. Aber ich glaube, einer reicht erstmal, oder? So, was ist hier? Oh, Tumult im Lager. Irgendjemand schreit in einem Zelt. Ach, das ist das hier. Unebener Boden. Du hörst gedämpfte Hilferufe aus einem Zelt und rennst hinein. Statt eines Kolonisten triffst du nur ein riesiges Loch mitten im Boden an. Anscheinend wurde das Zelt über einem kleinen Erdloch errichtet, das nachgab und einen der Bewohner verschluckte. Mit Hilfe einer provisorischen Leiter sollte der Kolonist ohne Verletzungen hinausklettern können. So, provisorische Leiter bauen, 3 Bretter oder dem Kolonisten sagen, er soll einfach wieder nach oben klettern. Aber nicht, dass der sich noch verletzt oder so. Wir bauen mal die Leiter. Du befiehlst einem Kolonisten, einige Bretter vor der Lagerhalde zu holen und hämmerst eine primitive, aber funktionale Leiter zusammen, die in das Erdloch hinuntergelassen werden kann. Der gestürzte Kolonist klettert etwas mitgenommen, aber sonst unverletzt nach oben. Das Loch wird aufgefüllt und sorgfältig abgedeckt, um zukünftige Überraschungen zu vermeiden. Tja, 3 Bretter sind weg. Ah, es gibt Zufriedenheit für die Kolonie, das ist doch schön. Ah, alle lachen. Das ist gut. Ja, Zufriedenheit sind eigentlich nicht so gut drauf. Vereinbarung plus 40. Okay. Oh, warte mal, dem Recycler müssen wir sagen, wo er arbeiten soll. Da ist Plastik. Was haben wir sonst noch? Plastik. Plastik, okay, die machen nur Plastik, ne? Dann nehmen wir erstmal das, was am nächsten dran ist. Also dieses hier. Zack. Okay. So, jetzt habe ich ganz vergessen zu zeigen. Hier kommen 4 Plastik rein und dann kommen 3, was war das jetzt nochmal, 3 Plastik und 2 Fasern wieder raus. Okay. Geht wahrscheinlich schneller, wenn wir 2 Leute einstellen. Aber ich will jetzt halt so viele Träger auch übrig haben. Und wenn wir jetzt Plastik sammeln, dann können wir den Fallensteller zu Ende bauen, um Nahrung zu bekommen. Hier ist irgendwie noch nichts passiert, habe ich den Eindruck. Da steht aber jemand. Okay, nee. Das ist Aubrey, die hat nur Spaß. Ich kann leider keine Kolonisten benennen. Das würde ich eigentlich sehr gerne tun. Geht aber nicht. Okay, gut. Ja Leute, ich würde sagen, für die erste Folge soll das mal genug gewesen sein. Es wird gerade dunkel in der Kolonie und deswegen beenden wir die Folge jetzt. Ich hoffe, euch gefällt's. Lasst gerne Daumen und Kommentare da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das Ganze ist als Let's Play angelegt. Das heißt, wir spielen bis zum Ende, denke ich. Oder mal schauen, wie viel das Spiel in diesem Early Access Status schon hergibt. Sieht aber recht umfangreich aus. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, euer Doc. Ciao.